Ja, hallo, grüß dich. Wie ihr seht, ich bin daheim ein paar Zigarren ausstechen. Und zwar bei mir da im Garten. Ich tue das ganz bewusst bei mir da im Garten, weil dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe einen guten Salat, einen gesunden Salat. Und mein Garten wird gleichzeitig ein bisschen diäten. Gell? In die Felder tat ich aufpassen, wenn ich heute in ein Feld draußen gehe, in welchem Feld dass ich gehe, dann tat ich mir in Acht geben, wer da jetzt Gülle spritzt oder wer nicht Gülle spritzt. Also Gülle tat ich vermeiden. Ein Güllefeld tat ich mir schon noch eins suchen, wo mischt aus, also es scheint selten und sie ist halt auf der Seite, ganz auf der Seite, wo die Gülle nicht hinkommt. Tat ich mir aufpassen, gell? Ja, Löwenzahn, gell? Löwenzahn ist ganz, ganz, ganz eine tolle Pflanze. Also schon lange, wenn man Achter gibt, wo der überall wächst, der bricht durch den Asphalt durch, gell? Also der in der ärgsten Hitze, also der überlebt, gell? Das ist so eine wehrliche Pflanze und ist auch voll von Inhaltsstoffen, von guten Inhaltsstoffen. Ich glaube, es gibt nicht ein Organ, wo uns der Löwenzahn nicht irgendwie unterstützt oder uns gut tut, gell? Also der Löwenzahn unterstützt einmal in erster Linie eine Bauchspeicheldrüse, gell? Überhaupt im Frühjahr enthält die Wurzel, gell? Ich tue halt viel Wurzeln reinlassen. Ich tue die, also das Ärgste weg und dann tue ich die mit einem Birstel anbirsten, mit einem Nägelbirstel und danach tue ich die kleinen ausschneiden und isst die mit, gell? Also die Wurzeln enthalten Inulin, gell? Und Inulin brauchen wir eben für die Kohlenhydratverdauung, für die Zuckerverdauung, gell? Für die Verstoffwechselung ganz gut, gell? Es hilft mir, Leber und Galle anzuregen, also den Gallenfluss zu fördern, Fette besser zu verdauen, gell? Die Pflanze belebt die Zellen, belebt in so einen Kreislauf, wir kriegen mehr Schwung, gell? Die Sauerstoffbilanz im Blut wird umgekurbelt, gell? Wir haben also mehr Eisen transportiert ja in Sauerstoff und mehr Sauerstoff bedeutet mehr Energie, gell? Und durch den hohen Kaliumgehalt unterstützt uns das auch ganz fest ins Nieren und ins Herz, gell? Löwenzahn unterstützt uns aber nicht leider die Organe. Löwenzahn, das klärt auch in unseren Kopf, gell? Das macht fröhlich, vor allem im Frühjahr, gell? Bald Frühjahrsdepressionen vor. Klärt uns die Augen, die Haut, wir kriegen eine schöne Haut. Gell? Ja, was sind die Inhaltsstoffe? Vor allem Bitterstoffe enthalten die Löwenzahn, Flavonoide, Phytosterole, Mineralstoffe, gell? Wie gesagt, Kalium, Spurenelemente ganz ein Haufen, Inulin, sekundärer Pflanzenstoff. Also das ist wirklich ganz, ganz bioaktive Substanzen, von denen man ja so fast gar nichts weiß. Man weiß, oder man kennt auch ganz wenig, aber man weiß, die sind ganz, ganz, ganz wichtig für den Körper, essentiell, gell? Die, was der Körper nicht selber herstellen kann. Ganz wichtig, gell? Ja, um ein paar Eigenschaften auszuzählen von Löwenzahn, also der ist leberstärkend, gell? Gewebsaufbauend, nachher goldenbildend, bildet man fördert man in Goldenfluss, Magen, Darben, gell? Bauchspeicheldrüse und Nieren unterstützt das, gell? Der ganze Stoffwechsel wird umgeregt, die Zellbildung wird aktiviert, nachher ist ganz viel Vitamin drin, wasserregulierend, also ist ein ganz ein super Diuretiker, wer halt Wassertabletten nehmen muss, gell? Bei Wassertabletten normalerweise muss halt jemand ein Kalium dazu nehmen, da ist ganz viel Kalium drin, gell? Weil bei den Wassertabletten ist Kalium ausgeschwänzt, das treibt, das schwänzt ins Wasser aus, ohne dass es schädigend ist. Ganz fest blutreinigend, gell? Harnleitend, gell? Antirheumatisch. Wer Rheuma hat, sollte ganz fest mit dem Löwenzahn arbeiten, gell? Das belebt auch, stärkt. Wie gesagt, ist eine Pflanze. Ganz, ganz wunderbar. So, ich werde mir jetzt waschen gehen, ich werde mir mit denen Mittagessen machen gehen. Ich werde, was es auch gibt, ich werde es fotografieren und dann werde ich es die nächsten Tage ins Netz stellen und das Rezept dazu, was ihr so draus machen könnt, wenn ihr es wollt, gell? Okay, vielen Dank.